Hallo, da bin ich mal wieder. Heute kommt ein nächstes Projekt, wieder das Übermalen eines scheußlichen Bildes, damit ihr auch seht, was für Scheußlichkeiten ich produziere und anschließend wieder übermale. Ich habe eine neue Idee von jemandem übernommen. Bitte fragt mich nicht von wem. Ich gucke so viele Videos. Ich habe auf der Rückseite dieser Leinwand solche kleinen Becher festgepinnt. Und dann kann ich es hinstellen, 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 so wie ich es will. Und es steht immer. Und, ansonsten fummel ich immer stundenlang rum, bis es mal auf diesen blöden vier Bechern zu stehen kommt. Das habe ich mir jetzt also schon mal vereinfacht. Dieses hässliche Bild ist auch dadurch so entsetzlich, weil hier unten sogar die Farbe, ich weiß nicht, ob ich euch das zeigen kann, die Farbe sogar verbrannt ist. Weil ich Angst habe, dass das in dem neuen Bild zum Vorschein kommt, werde ich es abschleifen und zwar mit meiner eigenen Fußpediküre für Hornhaut. So, das fühlt sich jetzt doch schon recht glatt an. Der Hintergrund, warum ich dieses Bild male, ist ein anderes. Dieses hier. Das habe ich vor 3 Jahren gemalt und habe es bisher als unverkäuflich bezeichnet, weil ich es so sehr, sehr, sehr schön fand. Und nicht nur ich. Jetzt versuche ich das in etwa nochmal hinzubekommen und stelle es mir deswegen hier als Muster an meinem Tisch auf. Ich werde jetzt die Farben, die ich für den Hintergrund brauche, vorbereiten. Das wird sein Phthalo-Blau. Und blau, rosa, türkis und weiß. In alle Farben tue ich einen Tropfen Silikonöl. So, die Farben sind vorbereitet. Wie ihr wisst, verwahre ich die ja immer in Flaschen auf. Das heißt, wir sind dann noch ohne Silikonöl. Wenn ich aber Farben mit Silikonöl verwenden will, dann gieße ich sie in Becher. Und mische dann das Silikonöl auch sehr kräftig unter, so wie Annemarie Ridderhoff. Gleichzeitig überprüfe ich bei jeder Farbe die Konsistenz, denn auch in einer geschlossenen Flasche können die Farben an Wasser verlieren, sodass man ein bisschen Wasser- und Flotrol-Gemisch. Ihr wisst ja, ich nehme immer eine Ratio 80% Wasser und dann 20% Flotrol drunter, weil das sich einfach besser vermischt. Wenn man das Wasser untermischt, muss man tatsächlich fast Tropfen für Tropfen herunter. Tropfen für Tropfen hinzugeben und immer wieder rühren und immer wieder rühren. Und das ist mir zu lästig. Minierfolie ist für dieses Bild zu klein, also werde ich sie mit Malerkrepp zusammenbinden. Ich habe sie auseinandergerissen und klebe jetzt beide Stücke aneinander, damit ich in einem Rutsch über das gesamte Bild komme. Wie immer probiere ich einmal einen Probelauf, ob ich überall durchkomme, ohne anzustoßen, irgendetwas stört, dass es runterfallen kann von der
Leinwand ohne weiteres. Wenn das klappt, kann es losgehen. Ich swipe ohne Swipe-Farbe. Das wird der Himmel. Jeder Himmel hat einen Silberstreif. Ihr seht, ich lasse weiter Abstände, weil diese Streifen von alleine breiter werden. Das dritte Blau. Jetzt kommen diese beiden Farben nebeneinander. Rosa und Türkis. Man sagt ja immer und zu Recht, man kann niemals ein Bild, das man einmal gemalt hat, wiederholen. Das wird nie wieder so schön. Aber man kann sich zumindest dran orientieren. Ich werde jetzt etwas machen, was ich mal einmal gesehen habe bei Karen Goodrich. Habe mich gewundert, dass das klappt. Und zwar wische ich, mich gerade erst dazu entschlossen, deswegen, nee, das ist nicht lang genug. Ach, ich wische zweimal. Ich wische einmal von oben nach unten. Ich gehe zurück, weil ich schon sehe, dass es da oben nicht bedeckt ist. Sperre dich nicht. Auch du musst. Nicht eher an, bis das da oben alles bedeckt ist. Und jetzt ziehe ich einmal durch. Und ich ziehe, das habe ich nicht vorher getestet, weil es eine spontane Idee war. Ziehe noch einmal durch. Wenn das jetzt nicht so ganz gerade wird, ist das kein Problem, weil es kommt jetzt erst der seitliche Swipe mit denselben Farben oder solch ein neues. Nein, ich versuche es. Sieht es aus? So. Mit den Farben, die ich auf der Folie habe, kommt jetzt der seitliche Swipe, den ich eben geprobt habe und der fehlerfrei ablaufen müsste. So. So. Noch einmal hier. Die Folie dran drücken. Ja, wenn das also nicht zusammengeklebt wäre, wäre es einfacher.
Zellenmangel brauche ich mich nicht zu beklagen. Lasse ich es vielleicht noch mal ein bisschen zurücklaufen, denn da ist mir der Rand zu breit geraten. Dadurch werden die Zellen auch größer. Und wenn jetzt alles dahin gelaufen ist, lass es wieder zurücklaufen. Sorry, dass ihr das jetzt nicht sehen könnt. Aber damit gehen die Zellen wieder etwas in ihre ursprüngliche Form zurück. Nicht ganz natürlich. Hier kann ich jetzt noch, wenn ich möchte, ganz wenig weiß, aber wirklich nur die Idee. Kann noch einen kleinen, ups, das macht nichts, einen kleinen extra Swab mit meinem berühmten Gummiband machen. Auch das sieht nicht schlecht aus. Das lasse ich, was soll's. Gucken. Ja, gefällt mir. Jetzt wollte ich Tannen malen um eine Lichtung herum. Und zu diesem Behufe brauche ich Schwarz. Ich glaube, ich bekomme da nur Schnee drauf, wenn ich mein Satin Enamels einsetze. Für meinen schneebedeckten Boden. Für meinen schneebedeckten Boden. Ja, und jetzt weiß ich gleich, wie ich es mache. Ich weiß es, ich habe eine Idee. Das soll der schneebedeckte Boden werden. Gucken, wie das wird. Ich kümmere mich noch mal um diese Seite hier, die ist noch nicht schön, die Seite der Leinwand, aber nur die Seite, hier ist ein kleines bisschen nach oben, aber nicht viel. Und hier hinten habe ich einen Spiegel. Da sehe ich, dass alles bis auf da in der Ecke. Ich brauche also nur noch mal hier. Jetzt mache ich die Tannen. Dazu nehme ich Schwarz in eine Pipette, ziehe einen, mache eine kleine Pfütze und dann ziehe ich einen Stamm hoch. Dann nehme ich eine weitere Pipette und fange etwas überhalb, oberhalb des Stammes an, eine Spur von diesem dicken Weiß. Es ist so dick, dass es kaum aus der Pipette kommt. Ja, mal gucken, ob das klappt. Wenn nicht, muss ich mir was anderes überlegen.
Jetzt nehme ich ein Holzstäbchen, fange an an der großen Pfütze. Gehe hoch und habe eine schüttere Tanne. Das kann man aber ändern. Schneebedeckt ist sie trotzdem. Man beginne also mit einer größeren Pfütze. Ziehe die Pfütze hoch. Und beginne mit großen Zweigen, die dann kleiner werden. Muss natürlich nachher später noch geerdet werden, das ist klar. Ja. Leicht ist es nicht. Schade, dass das mit der Pipette nicht klappt. Dass dieses Emaille Satin-Emaille hier zu dickflüssig ist. Oder ich muss einfach fester drücken, einfach mutiger sein. So. So geht es. Verschiedene Größen, das wollte ich noch schnell sagen, und möglichst auf einer Ebene, damit das Erden hinterher nicht so schwierig wird. Ja, also ich beeile mich jetzt nicht, weil das muss jetzt vernünftig gemacht werden. Und zwar die ganze Arbeit für den Hintergrund umsonst. Das wundert mich, dass man da so wahnsinnig viel braucht. Aber es ist so. Ich drücke die Pipette immer schon durch, ehe ich das wieder in die Farbe lege, damit sie fertig gefüllt ist, wenn ich das nächste Mal dran gehe.
Jetzt kommt hier der kleine Benjamin hin. Und die schwierige Aufgabe, die Bäume zu erden. So reibe ich erst, wenn ich das alles richtig schön hier gedeckt habe. Dann so reibe ich so. Das ist doch besser. Ich bin froh, dass ich mich dazu entschlossen habe. Und jetzt mache ich eben die Spitzen hier nochmal. Was soll's. Okay, das ist mein Winterbild. Das ist jetzt erstmal nur Winter. Weihnachten kommt später. Oh, seht mal, das macht tatsächlich Zellen ohne Silikon. Wie im letzten Bild, das ich euch einblenden werde. Ich hoffe, das Video war euch nicht zu lang, hat euch Freude bereitet. Ihr habt was gelernt. Wenn ja, dann abonniert doch gerne meinen Kanal und gebt mir einen Daumen hoch oder gebt mir einen Daumen runter. Schreibt dann aber bitte auch, was ihr nicht gut fand. Denn sonst kann ich ja nichts lernen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Dezember, schönes Wochenende und wir sehen uns bald wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Das Close-Up kommt jetzt noch.